Der Mensch ist ein merkwürdiges Universalwesen. Jahrtausende lang hat er zusammen mit den Göttern oder Regners gelebt und das Zentrale, was er dabei gelernt hat, ein Sklave zu sein, statt nach den Sternen zu greifen. Damals war die Realitätsbeschaffenheit bei weitem nicht so dicht wie heute und viele Avatare verschiedener Demiurgen, die wir Götter oder Regners nennen, manifestierten gerne für sich Körper mit Flügeln, Tierköpfen und anderem Schnickschnack. Es war nicht nur eine merkwürdige Mode, sondern vor allem ein klares Unterscheidungsmerkmal zu den Menschen. Jedes Mal, wenn irgendein Halbtier mit Flügeln erschien, war die Sache ganz klar: ein Gott ist da. Solche Verdichtungen waren damals realisierbar, weil eine deutlich geringere Dichte viel weichere Anforderungen an eine funktionierende Feinorganik stellt. In der steigenden Dichte wurde diese lustige Angewohnheit, sich als Mischwesen zu manifestieren, immer problematischer. Sie ist dann nach und nach aus der Mode geraten, unter anderem deswegen, weil man irgendwann doch eingesehen hat: das menschliche Körperprinzip ist wirklich universell und auch für einen Regner definitiv besser. Nun, was hat der Mensch, was die Götter nicht haben? Jede Menge. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass diese Flüchtigkeit, diese Kürze des menschlichen Lebens, diese Echtheit einen unglaublichen Wert hat? Sie erzeugt eine hohe Intensität und die Einmaligkeit des Erlebens. Stell dir vor, jede Erfahrung, jedes Ereignis könntest du beliebig oft wiederholen. Hat es dann immer noch denselben Wert für dich? Natürlich nicht. Aus dieser Perspektive betrachtet, sind es gerade die Götter, die ewig in einer Art Generalprobe stecken. Der Mensch ist dagegen immer in der Live-Sendung. Er lebt immer in der Echtzeit, endgültig. Na und, sagst du, ist das wirklich so wertvoll? Mehr als du denkst. Vergegenwärtige dir, dass es viele göttliche, schöpferische Wesenheiten gab, die wegen der Dichte des Erlebens, wegen der Echtheit der Risiken, wegen der Einmaligkeit der Chancen, ihrer immensen Langlebigkeit, keine Unsterblichkeit, wir bleiben ehrlich, abgelegt haben und den Weg der Menschwerdung gegangen sind. Wohl wissen, dass sie ihre Macht und Magie weitgehend verlieren werden. Sie haben diesen hohen Preis bezahlt, um die ultimative Wirklichkeit des menschlichen Seins leben zu können. Lass uns einige verwirrende Missverständnisse um die Götter ausräumen. In vielen modernen Sprachen wird dasselbe Wort Gott für sehr unterschiedliche Wesenheiten und Existenzebenen verwendet. Für das Absolute, für die Demiurgen, die es hervorbringt, und auch für die Avatare oder Personifizierungen der Demiurgen, Götter oder allgermanisch Regner genannt. Es ist also immer aus dem Kontext zu verstehen, von welcher Ebene gerade die Rede ist. Es gibt eine gewisse Tiefe, in der wir das ursprüngliche göttliche Schöpferische als eine Wesenheit wahrnehmen können. Als eine Metawesenheit natürlich, nicht als ein Individuum. Diese totale und aktive Ebene des Schöpferbewusstseins ist metapersönlich und metaindividuell. Erste Ausformungen des Schöpferseins sind das, was wir Demiurgen nennen. Ein Demiurg ist ein multipler, geformter Individualschöpfer und es gibt einige davon. Das kannst du eher mit einem Baum vergleichen, als mit einer menschlichen Familie oder einer Gruppe. Demiurgen sind ein Kollektivwesen. Sie bestehen aus mehreren Ebenen oder Organen oder Gattungen von Schöpferwesen. Es gibt tierische, pflanzliche und mineralische Anteile darin. Es gibt göttliche, kosmische, dimensionale Komponenten und auch den menschlichen Demiurgen. Den Schöpfer des Universalwesens Mensch, sozusagen den informativen Urkern des Kollektivwesens Menschheit. Du kannst dir das auch
mythisch als einen übergeordneten Götterrat vorstellen. Es gibt darin einzelne Räte, die für verschiedene Reiche der Schöpfung zuständig sind. Der menschliche Demiurg ist kein externer Gott, der die Menschen erschaffen hätte. Er ist der schöpferische Gruppengeist und die Gruppenseele der Menschheit, ein Metamensch. Er ist das Urmuster aller menschlichen Selbste, die er aus sich heraus erschafft, ohne dabei zu vergehen. Er existiert außerzeitlich im ewigen, sehr umfangreichen Jetzt und erschafft in sich weiterhin menschliche Seelenfamilien, die sich danach für ihren Einstieg in den Inkarnationsprozess in einzelne Selbste aufteilen. Der menschliche Demiurg ist sozusagen das Selbst der Menschheit. Um zu verstehen, warum die Menschheit mit all dem konfrontiert werden muss, löse dich von der Idee, Götter wären wichtiger und mächtiger als der Mensch. Nein, sie sind starke, würdige Spielpartner des Universalwesens. Eine echte Herausforderung, die eine dynamische kosmische Balance erschafft. Auch wenn das in der vergangenen Phase des Kinderverprügelns noch ganz anders aussah. Regner sind eine essentielle Ergänzung und ein Gegenpol für die Menschheit. Archetypenwesen plus Universalwesen. Und noch etwas Wichtiges. Menschen projizieren den Unterschied zwischen den beiden Gattungen in weitere Tiefe und denken, wenn schon die Götter solch mächtige Überkönige sind, dann muss doch der Gottschöpfer ein absolut bombastischer Imperator sein, eine ultimative Steigerung der Regners. In Wirklichkeit ist das Verhältnis hier These, Antithese, Synthese. Das heißt, der Schöpfer oder die Schöpferin ist dem Menschen viel ähnlicher als den Regners. Der Gottschöpfer ist zwar nicht individuell, aber wie auch der Mensch absolut nah an der Schöpfung. Er ist kein Manager, kein Herr und Gebieter, sondern Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Kind, Geliebte. Total verbunden und mittendrin. Das Fleisch und Blut von allem Lebendigen. Es atmet, lebt, leidet, stirbt mit jedem Geschöpf, gebiert und wird geboren, jubelt und staunt über das eigene Wunder. Gott herrscht nicht, er vibriert in jeder deiner Faser. Gott ist dir näher als dein Atem.